Wenn ein Mensch ermordet wird, das Opfer war eine Frau. Der Leiche fehlten Kopf und Hände. Sie steckte in eine Art Seesack. Arme und Beine waren gefesselt. Dann wird nicht nur sein Leben zerstört. Ich dachte ehrlich, das kann nicht sein. Die ganze Familie? Großmutter, Mutter, Kinder? Drei Generationen? Ein Mord spaltet die Gemeinschaft. In diesem Beruf sieht man, was Menschen einander antun. So viel Tod und Zerstörung und Schmerz. Man stumpft automatisch ab. Die Polizei muss nicht nur den Fall aufklären. Er war gewalttätig und misshandelte Frauen. Er war eine Zeitbombe. Sie muss den Täter aufspüren und seiner gerechten Strafe zuführen. Es gab zwei Leichen. Oh Gott, war das ein Serienmörder? Sehen Sie jetzt. Ein sogenannter Cold Case flammt wieder auf. Wir haben alle befragt und lüfteten das Geheimnis einer Person, die eine Neigung zu Gewalt gegenüber Frauen und Kindern hatte. Wir sprechen mit den Ermittlern. Die Anzahl der Opfer wurde immer größer. Es war für alle Zeugen eine sehr emotionale Zeit. Sie erzählen, wie sie den Mörder überführten. Dieser Mann schien ein Monster zu sein. Und niemand wusste das. . 2007 rollt das Kent Metro Cold Case Team in Grand Rapids, Michigan, den ungeklärten Mordfall einer jungen Frau wieder auf. Kathy Darling wurde am 19. März 1976 ermordet. Und dies hier ist der Tatort. Die Polizei von Grand Rapids wurde zu Kathy Darling nach Hause gerufen. Der Anrufer gab an, seine Freundin tot dort vorgefunden zu haben. Als die Polizei eintraf, ging sie hoch in ihre Wohnung. Sie lag nackt auf dem Bett. Sie war stranguliert, geschlagen und missbraucht worden. Im Zimmer nebenan war ihr 14 Monate altes Kind. Als wir den Fall wieder aufrollten, das war grauenhaft. Eine 17-jährige schwangere Mutter war so entsetzlich misshandelt worden. Und ihre Familie hatte nie Antworten bekommen. Das Cold Case Team wurde 2006 zusammengestellt. Sein Ziel? Die Neubewertung und Ermittlung etlicher ungeklärter Fälle. Dem Kent Metro Cold Case Team gehörten Mitarbeiter von drei verschiedenen Behörden an: Staatspolizei, örtliche Polizei und County. Der Kent County Sheriff hatte es ins Leben gerufen, weil er der Meinung war, dass wir unkonventionelle Wege gehen müssten, um diese ungeklärten Fälle zu lösen, die uns so quälten. Als dieses Team anfing, gab es schätzungsweise 180 ungeklärte Morde. Alle dachten, dass wir ein bisschen daran arbeiten und dann fällt das sowieso wieder in sich zusammen. Niemand hat mit dem Erfolg gerechnet, den dieses Team letztlich hatte. Einer dieser ungeklärten Fälle ist der Mord an Kathy Darling aus dem Jahr 1976. 31 Jahre später nehmen Sally Walter und ihre Kollegen die Ermittlungen wieder auf und besuchen die Familie des Opfers. Kathy Darlings Familie war begeistert, dass man sich an den Fall erinnerte und nach Antworten suchen wollte. Ich weiß noch, dass Kathys Brüder und ihre Mutter Tränen in die Augen stiegen, als wir sagten, wir werden unser Bestes geben, um diesen Fall aufzuklären. Die Ermittler glauben, dass der Fall mit anderen aus dieser Zeit zusammenhängt.
1976 gab es in dieser Gegend schwerwiegende Probleme. Die Polizei sprach damals von den Heritage Hill-Morden. Das waren Morde an Frauen, die so alt wie Kathy waren oder älter. Die Opfer wurden erst vermisst und tauchten dann tot am Straßenrand oder im eigenen Zuhause auf. Zunächst sehen sich die Ermittler an, was vor der Entdeckung von Kathys Leiche geschehen ist. Kathy Darling war 17 Jahre alt. Sie hatte ein 14 Monate altes Kind und war mit einem zweiten schwanger. Sie lebte allein hier. Ihre Familie kümmerte sich sehr um sie. Kathy hatte finanzielle Probleme, weil ihr Mann im Gefängnis war. Sein Bruder hatte gehört, dass Kathy ihren Mann betrogen hatte, als er hinter Gittern war. Darum hat er sich mit ein paar Freunden zusammengetan, um sie zur Rede zu stellen. Sie war wohl einsam. Darum hat sie sich unbemerkt mit einem anderen Mann getroffen. Zumindest dachte sie, es wäre unbemerkt geblieben. Am 19. März 1976 erschien ihr Schwager mit vier Freunden vor ihrer Wohnung. Fünf Männer kamen die Treppe hoch und polterten gegen die Tür. Zu diesem Zeitpunkt war auch Kathys Freund in der Wohnung. Sie scheuerten ihm ein paar. Er floh und sie setzten ihm nach. Er rannte in ein Lokal in der Nähe und bat die Leute dort, die Polizei zu rufen. Die Polizei kam zu dem Restaurant, nahm einen Bericht auf und forderte die fünf Männer auf, sich zu beruhigen. Ein Officer schickte sie nach Hause. Am nächsten Tag kehrte Kathys Freund zu ihrer Wohnung zurück und machte eine furchtbare Entdeckung. Laut den damaligen Berichten hatten ihr Freund und die Gruppe um ihren Schwager sie am Vorabend in ihrer Wohnung zuletzt lebend gesehen. Die Kollegen haben getan, was 1976 eben möglich war. Sie haben Befragungen und Lügendetektortests durchgeführt. Sie haben auch Beweismittel ins Labor geschickt, wo die Blutgruppe ermittelt wurde. Aber das alles war damals noch keine echte Wissenschaft. Damals wurden Fälle eher mit Geständnissen oder mit Hilfe von Augenzeugen gelöst. Nun untersucht das Cold Case Team die Beweise erneut. In Kathy Darlings Schlafzimmer wurden mehrere Beweismittel sichergestellt: Kleidung, das Bettzeug, das Laken, auf dem sie lag, und Gegenstände, mit denen sie sexuell missbraucht wurde. All diese Sachen kamen ins Labor. Wir hofften auf irgendein Ergebnis, das diesen Fall plötzlich auf Touren bringen würde. Ideal ist es, wenn die Originalberichte von einem Gegenstand, der bereits untersucht wurde, noch vorliegen. Wenn wir also anhand dieser Berichte nachvollziehen können, was damit passiert ist. Und wenn man den Originalgegenstand noch hat, wenn er über den vergangenen Zeitraum hinweg aufbewahrt wurde, dann ist das Gold wert. Wir hatten die Originalspuren und die Originalberichte. In so einem Fall ist es für uns sehr einfach, alles neu zu bewerten, mit den heutigen kriminaltechnischen Mitteln. Es war eine Gemeinschaftsanstrengung, herauszufinden, wer Kathy Darling ermordet hatte und wie. Wir haben alle Mittel genutzt, die uns zur Verfügung standen, und doch nichts erreicht. Aber das hat uns nicht vom Weg abgebracht. Zusammen mit diesem Fall haben wir eine ganze Reihe von Fällen neu aufgerollt, insbesondere die Heritage Hill-Morde. Das ist das Schöne an einem Team aus mehreren Zuständigkeiten. Man kann bis zu 20 Fälle gleichzeitig bearbeiten.
Das Team entdeckt Parallelen zwischen dem Mord an Kathy und einem anderen Cold Case in der Datenbank. Einem Mordfall vom 25. August 1979. In Grand Rapids wurde seit Freitagabend eine Frau vermisst. Ihre Leiche wurde nun südlich der Fulton Street in einem Industriegebiet im Unkraut entlang der Eisenbahnstrecke entdeckt. Es handelt sich um die 21-jährige Diane Holloway, eine Postangestellte aus Wyoming. Ich bin auf dem Weg zum Grab meiner Schwester, Diane Holloway. Sie liegt hier mit allen anderen bereits verstorbenen Mitgliedern meiner Familie. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder. Und hier liegt meine Schwester. Sie sollte nicht dort sein. Wir wussten, dass es eine Verbindung zwischen Holloway und Darling gab. Kaum, dass wir die Fälle verglichen und die Berichte der damaligen Ermittler gelesen hatten. Wir spürten sofort, dass unser Team sich diese beiden Fälle besonders genau ansehen musste. Es fühlte sich gut an, dass der Fall neu aufgerollt wurde. Ich würde mehr darüber erfahren, was und wie es passiert war. Und wer involviert gewesen war. Diane Holloway war 21 Jahre alt. Das ist die Stelle, an der sie 1979 gefunden wurde. Sie war nackt und hatte Strangulationsmale am Hals. She had some ligature marks on her neck. Diane wurde zuletzt in der Wohnung ihres Freundes John lebend gesehen. Diane Holloway ließ sich nach der Arbeit dort absetzen. Das war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Diane ging zu dieser Wohnung, um ihren Freund zu sehen. Als sie dort eintraf, waren außer John noch ein paar Männer und eine junge Frau da. Es wurde getrunken. Es war eine Art Party im Gange. John gab an, in seinem Bett das Bewusstsein verloren zu haben. Er dachte, seine Freundin wäre mit dem Taxi zurück zu ihren Eltern gefahren, wo sie wohnte. Er sei eingeschlafen und habe sie nie wiedergesehen. Für die damaligen Ermittler galt Dianes Freund als Hauptverdächtiger. John war Alkoholiker. Er war ausfallend und Dianes Eltern waren gegen die Verbindung. Diane hatte auch gegenüber Kollegen erwähnt, dass sie unglücklich war und John ihr gegenüber gemein war. An jenem Abend hat eine Kollegin sie vor seiner Wohnung abgesetzt. Diane hatte gesagt, dass sie mit ihrem Freund Schluss machen wolle. Bei den Ermittlungen im Jahr 2007 gerät allerdings eine andere Person in den Fokus des polizeilichen Interesses, die in der Nacht von Dianes Tod auch in Johns Wohnung war. Diese Person war auch in der Wohnung von Kathy Darling, als sie starb. Russell Vane. Wie viel Pech muss man haben, um zwei Frauen kurz vor ihrem Tod zu sehen? War das wirklich Pech? Oder war das gar kein Zufall? Damit hat das Kent Metro Cold Case Team die Verbindung zwischen zwei Mordfällen aus den 1970ern. Die Ermittler untersuchen die Morde an der 17-jährigen Kathy Darling und an der 21-jährigen Diane Holloway. Wir haben den Fall Kathy Darling von 76 und den von Diane Holloway von 79 wieder aufgerollt. Inzwischen gab es schon eine Datenbank. Mit ihrer Hilfe fanden wir heraus, es gab einen Mann, der beide Opfer am Tatort in den frühen Morgenstunden noch lebend gesehen hatte.
in the early morning hours. Russell Vane. It would be Russell Vane. In der Nacht, als Kathy ermordet wurde, waren ihr Schwager und vier seiner Freunde, darunter Russell Vane, bei ihr aufgetaucht, um sie wegen einer Affäre zur Rede zu stellen. Ihr Schwager hatte an jenem Abend zusammen mit Russell Vane an der Tankstelle gearbeitet. Dort hatte er gehört, dass der Liebhaber seiner Schwägerin bei ihr zu Hause war. Sie wollten ihn vermöbeln. Das war der Plan. 3 Jahre später, also 1979, war Russell Vane auch in der Wohnung von Diane Holloways Freund John, in der Nacht, als sie ermordet wurde. John und Russell kannten einander. Sie arbeiteten beide in einer Dachdeckerfirma, hatten dieselben Bekannten und Freunde. Sie hingen beide mit denselben Typen rum. Alle Leute, die an jenem Abend dort waren, wurden damals befragt. Russell Vane hat selbst gesagt, dass er als Letzter mit Diane zusammen war, ehe sie sich ein Taxi rief. Wenn es mehrere Menschen gibt, die ermordet wurden, und einen, der an beiden Tatorten war, dann ist das doch ein ziemlich deutlicher Hinweis. Sowas gibt es selten in Cold Case-Ermittlungen oder auch in laufenden. Zur Zeit der ursprünglichen Morduntersuchungen war diese Verbindung unentdeckt geblieben. Zum großen Unglück der Familien beider Opfer wurden die Ermittlungen schließlich eingestellt. Damals gab es noch keine Datenbanken und keine DNA-Profile. Darum wurden diese beiden Morde als zwei getrennte Fälle behandelt. Es gab nichts, das die Ermittler der beiden Fälle miteinander verband. Darum wussten sie nicht, dass Vane der Letzte gewesen war, der beide Opfer lebend gesehen hatte. Diane Holloways Bruder Bruce leidet bis heute unter dem Verlust. Was ich lustig fand an ihr, sie liebte Autos. Sie hatte einen weißen Chevrolet Malibu, auf den sie furchtbar stolz war. Sie hat Tiere geliebt und hatte gerne Menschen um sich, hatte schnell ein Lächeln auf den Lippen und wäre wohl eine tolle Mutter geworden. Aber das werden wir nie erfahren. We'll never know. Wenn jemand verschwindet, besteht immer noch die Hoffnung, dass er wieder auftaucht. Aber wenn eine Leiche gefunden wird und man weiß, das ist sie, das war so ein Moment, in dem einem die Knie nachgeben und man das Gefühl hat, keine Luft mehr zu bekommen. Da möchte man nur noch in die Arme seiner Eltern. Mein Vater hat sich nie davon erholt. Er starb 1996 und hat nie erfahren, wer seine Tochter umgebracht hat. . 2007 macht das Cold Case Team Fortschritte. Die Ermittler glauben, dass beide Frauen vom selben Täter ermordet wurden. Kathy Darling und Diane Holloway wurden bestialisch getötet. Diane Holloways Leiche wurde versteckt. Kathy Darling starb zu Hause. Sie hat entsetzlich gelitten. Auch sie hatte Strangulationsmale am Hals. Sie hat das gleiche Schicksal wie Diane Holloway erlitten. Das Team ist zwar davon überzeugt, dass Russell Vane mit den Morden zu tun hatte, doch brauchen die Ermittler Beweise. Wir haben Russell Vane überprüft. Wer war er? Welchen Job hatte er? Wo wohnte er? Wir erstellten eine Chronik. Russell Vane hat vermutlich eine ziemlich grauenvolle Kindheit gehabt. Er wurde geschlagen
Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass er als Kind mehrmals psychiatrisch auffällig wurde. Als Jugendlicher hat er dann auch noch mit Alkohol- und Drogenmissbrauch angefangen. Wir haben uns sein Vorstrafenregister angesehen. Einbruch, Körperverletzung. Das Team überprüft auch die ursprünglichen Verdächtigen beider Fälle. Wir mussten auch ausschließen, dass damals irgendjemand übersehen worden war. Oder hatte sich seither etwas ergeben. Wir durften keine Scheuklappen aufhaben, sondern mussten mit offenen Augen ans Werk gehen. Haben wir jemanden übersehen? Das Cold Case Team war in der Lage, in beiden Fällen mehrere Verdächtige auszuschließen. Die Ermittler haben sich die Vorstrafen angesehen, nach ähnlichen Verbrechen geforscht, Familie, Freunde und Kollegen befragt. Sie wollten ganz sicher gehen, dass es keine weiteren Informationen gab, die die ursprünglichen Ermittler nicht hatten. Dass es nichts gab, womit sich die Verdächtigen mit den Verbrechen in Verbindung bringen ließen. Im Fall Darling war Wayne der Hauptverdächtige. Im Fall Holloway gab es zwei Verdächtige. Zwei Leute konnten wir nicht ausschließen, Russell Wayne und John. Wir dachten lange, dass John etwas damit zu tun hatte. Die beiden hatten oft gestritten. Meine Mutter hatte nichts für ihn übrig. Und ich war nicht sicher, was ich denken sollte. Die Polizei hat sich von Anfang an auf John als den Menschen eingeschossen, der am ehesten ein Motiv hatte, sobald die Ermittler erfahren hatten, dass Diane zu ihm gefahren war, um Schluss zu machen und dann verschwunden ist. In so einer Situation sieht man sich als erstes die Menschen an, die dem Opfer am nächsten standen. Der Polizei missfielen sein Verhalten, seine Taten und seine fehlende Kooperationsbereitschaft. Er hat sich geweigert, einen Lügendetektortest zu machen und einen Anwalt engagiert, der den Ermittlern untersagte, mit ihm zu sprechen. So verhält sich kein kooperativer Freund. Ich kann die damaligen Ermittler also verstehen. Um John bei seinen Ermittlungen ausschließen zu können, befragt das Cold Case Team die beiden anderen Personen, die Diane am 25. August 1979 lebend gesehen haben. Wir sprachen mit der jungen Frau und dem anderen Mann, die damals in der Wohnung waren, als Diane dazukam. Beide wussten kaum etwas über Russell Wayne oder John. Das waren nur Bekannte, mit denen sie gemeinsam tranken. Erst als wir mit Angehörigen von Russell Wayne sprachen, erfuhren wir ziemlich verstörende Details. In ungeklärten Fällen erweist sich Zeit oft als Gewinn, denn Beziehungen ändern sich. Kann sein, dass jemand damals seinem Ehepartner gegenüber loyal war, der jetzt ein Ex-Partner ist. Oder die Angst vor einem Verdächtigen besteht nicht mehr, weil der inzwischen verstorben ist oder im Gefängnis sitzt. Manchmal profitieren wir, im Gegensatz zu den ursprünglichen Ermittlern, von solchen veränderten Umständen. Jedes Gespräch, das wir führten, überzeugte uns mehr davon, dass Russell Wayne unser Mann war. Darum verlagerte sich unser Fokus von John zu Russell Wayne. Wir hatten ein Ungeheuer gefunden. Damit hat das Kent Metro Cold Case Team bei seinen Ermittlungen zu den ungeklärten Mordfällen Kathy Darling und Diane Holloway einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Was den Ermittlern allerdings noch fehlt, sind handfeste Beweise, dass Russell Wayne die beiden jungen Frauen ermordet hat. Wir konzentrierten uns auf die Kriminaltechnik und hofften, ihn mit Hilfe der inzwischen fortgeschrittenen Technologie überführen zu können.
1979 hat die Polizei Kleidung sichergestellt, die in der Nähe von Diane Holloways Leiche gelegen hatte. Ihre Bluse, ihre Kordjacke und ihre Jeans lagen an einem Fleck. Es war also offensichtlich, dass, wer immer Diane ausgezogen hatte, ihre Kleidung auf einmal an derselben Stelle entsorgt und versteckt hatte. Auf allen Kleidungsstücken war Blut. Und in einem Ärmel der Kordjacke wurde eine Schnur gefunden. Sie passte zu den Strangulationsmalen an Dianes Hals. Weiteres Material wurde in der Wohnung ihres Freundes John sichergestellt. Es war konkretes Beweismaterial. In seinem Apartment wurde ein Waschlappen gefunden, an dem Blut war. Als erstes haben wir alle Beweisstücke aufgelistet und dann alles, was wir hatten, kriminaltechnisch untersucht. Während die Ermittler auf die Laborergebnisse warten, konzentrieren sie sich auf Russell Vane. Wir wollten dringend mit ihm sprechen. Davor mussten wir aber wissen, wer er war. Das Schöne an unserem Team war, wir hatten keine Eile. Die ursprünglichen Ermittler mussten innerhalb einer bestimmten Zeit Ergebnisse liefern. Wir nicht. Wir konnten uns für diese beiden Fälle so viel Zeit nehmen, wie wir wollten. Wir haben eine komplette Ermittlung gegen Russell Vane durchgeführt und herausgefunden, dass er ein Alkoholiker mit einer Neigung zur Gewalt war. Das erfuhren wir von Menschen, die ihm nahestanden. Schnell stellte sich heraus, dass er abartige sexuelle Verhaltensweisen gegenüber Angehörigen, Babysittern, Freundinnen und den Freundinnen seiner Freunde an den Tag gelegt hatte. Damals in den 70ern haben sie vielleicht niemandem erzählt, was Russell Vane mit ihnen gemacht hat. Aber 30 Jahre später waren das keine kleinen Mädchen mehr, sondern erwachsene Frauen, die gefragt wurden, was in den 70er und frühen 80er Jahren passiert war. Und da offenbarte sich den Ermittlern das Verhaltensmuster von Russell Vane. Wir haben mit jeder Freundin und all ihren weiblichen Angehörigen gesprochen. Und eine Frau nach der anderen offenbarte uns ihren erlebten Horror mit Russell Vane. Die Opfer waren damals zwischen 4 und 30 Jahren alt. Es war erschütternd. Zum ersten Mal in ihrem Leben erzählten diese Frauen von einem Geheimnis, das ewig auf ihnen gelastet hatte. Und es fiel ihnen nicht leicht. Die Frage, die alle stellten, lautete: Wo ist er jetzt? Wird er mich jetzt holen? Es waren die Schläge. Russell Vane hatte gedroht, dass er sie umbringen würde. Und als die Leichen von Kathy Darling und Diane Holloway gefunden wurden, bestätigte das ihre schlimmsten Befürchtungen. Sie wussten, sie mussten auf der Hut sein. Als wir dann bei ihnen auftauchten und ihnen sagten, dass wir über die sexuellen Gewalttaten Bescheid wussten, öffneten sich viele. Damals hatte er sie zu Opfern gemacht. Nun würden sie dafür sorgen, dass diese Angst endlich verschwindet. Sie waren bereit, auszusagen. Wir wissen, er ist ein Sexualstraftäter. Und er ist ein Opportunist. Er hat jede, die zufällig greifbar war, missbraucht, vergewaltigt oder auch getötet. Er hat keine Vorlieben. Sein jüngstes Opfer, das er sexuell missbrauchte, war 4 Jahre alt. Sein ältestes 30. Er hat kein Beuteschema. Er hat sich jede genommen, die das Pech hatte, in seiner Nähe zu sein. Anybody who is unlucky enough to be close to him.
Wir dachten, wenn wir mit sämtlichen Opfern von Russell Vane sprechen und die bereit sind, uns alles zu erzählen, dann stehen die Chancen gut, dass wir den Schlüssel zur Aufklärung der beiden Morde finden. Das wichtigste Gespräch fand mit Vanes Ex-Freundin statt. Als Kathy Darling ermordet wurde, war Russell Vane mit einer jungen Frau namens Claudia zusammen. Eines Morgens wachte sie auf, weil das Telefon klingelte. Jemand erzählte ihr von dem Mord an Kathy Darling. Und sie erzählte es Russell Vane. Sie sagte, Kathy Darling wurde ermordet. Was wird jetzt aus ihren Kindern? Sie dachte damals, es handle sich um eine andere Kathy Darling. Eine Verwandte der Familie, nicht die Kathy Darling aus Michigan. Russell Vane schien allerdings zu wissen, um wen es ging, und sagte, Kathy Darling hat nur ein Kind. Claudia hat sich immer gefragt, woher Russell Vane wusste, welche Kathy Darling ermordet worden war. Und genau das wollten wir auch wissen. Noch während die Befragungen weiterlaufen, kommen die ersten Ergebnisse aus dem kriminaltechnischen Labor. Insbesondere ein Gegenstand aus dem Fall Diane Holloway erregt das Interesse der Ermittler. In Johns Wohnung wurde damals am Herd ein Waschlappen mit braunen Flecken sichergestellt. Wir haben diesen Waschlappen zur Untersuchung angeschickt. Das Labor konnte drei menschliche DNA-Profile nachweisen, von Diane Holloway und zwei Männern. Entscheidend ist immer, wie man so ein Ergebnis interpretiert. In diesem Fall gab es einen blutbefleckten Waschlappen. Von Blut lässt sich ein DNA-Profil erstellen, das sich einer bestimmten Person zuordnen lässt. In diesem Fall passte ein Profil zum Opfer und das ließ Rückschlüsse zu. Gab es auf diesem Stoff noch mehr Hinweise darauf, wer ihn vielleicht benutzt hat, um damit etwas wegzuwischen? Wir hatten ja inzwischen die Technik dazu und wussten, dass der Lappen in der Zwischenzeit korrekt verwahrt worden war. Es galt, die beiden Männer zu finden. Wir wussten nicht, wer sie waren. Warum war ihr Blut zusammen mit dem von Diane auf diesem Lappen? Das mussten wir herausfinden. Am wahrscheinlichsten waren es John und Russell Vane. Wir haben dann eine richterliche Anordnung zur Herausgabe ihrer DNA beantragt. John lebte in Missouri und Russell Vane in Coleman, Alabama. Darum mussten wir uns jeweils mit den dortigen Behörden in Verbindung setzen. Und das taten wir. 2008 und damit fast 30 Jahre nach dem Mord an Diane Holloway macht sich das Ermittlerteam nach Missouri auf, wo Dianes damaliger Freund John inzwischen lebt. Wir haben John in Missouri befragt. Ich saß mit ihm im Auto. Und ich glaube, er hat mir dabei mehr erzählt als jemals irgendwem zuvor. Der Tod von Diane Holloway hat ihn offensichtlich immer noch sehr mitgenommen. Die Ermittler reisen auch nach Alabama, wo Russell Vane lebt. Sally und ich kamen an seine Haustür. Und er hatte keine Ahnung, wer wir waren. Wir hatten uns nicht angekündigt. Wir standen einfach plötzlich vor der Tür. Er machte auf und wirkte sehr zerbrechlich. Gesundheitlich ging es ihm nicht gut. Wir sagten, wir kämen wegen eines Mordfalls. Da würde man doch erwarten, dass jemand fragt, und wieso wollen Sie da mit mir sprechen? Nichts dergleichen. Er war sofort bereit, mitzukommen. Er fuhr mit uns zum Revier und wirkte äußerst kooperativ. Als ich ihm sagte, wer wir sind und dass wir aus Michigan kommen, hat er sich eingenässt. Die Ermittler des Kent Metro Cold Case Teams sind 2008 davon überzeugt, dass ihr Hauptverdächtiger Russell Vane vor rund 30 Jahren Kathy Darling und Diane Holloway getötet hat. Sie nehmen ihm nicht nur eine DNA-Probe ab, sondern befragen ihn auch.
Ich weiß noch, dass er zugab, Diane Holloway und Kathy Darling als letzter gesehen zu haben. Und dass er an beiden Tatorten war. Das hatte er als Pech bezeichnet. Er versuchte auch, sein damaliges Verhalten herunterzuspielen. Er hat vieles einfach beiseite gewischt und darauf geschoben, dass er betrunken war und bewusstlos wurde. Aufgrund seines früheren Lebensstils könne er sich nicht mehr so gut erinnern. Was die Sache so schockierend macht, wir wollten zwei ungeklärte Mordfälle lösen. Dabei fanden wir heraus, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gab, in Gestalt einer Person. Und wir stellten fest, dass 20 weitere sexuelle Übergriffe in dieser Zeit nicht mal angezeigt worden waren. Was für ein Feigling. Er machte sich ausschließlich über junge, wehrlose Frauen und Kinder her. Mit Männern ist er nie aneinander geraten. Er hat so viele Leben zerstört, was ihn offenbar völlig kalt gelassen hat. Er widerte mich an. Aber ich durfte mir nichts anmerken lassen. Die Ermittler schicken die DNA-Proben von John und Russell Vane ins Labor. Diane Holloways DNA-Profil wurde bereits auf dem Waschlappen identifiziert. Die Chancen, dass die der beiden Männer auch noch gefunden werden, sind gering. Der Fall war aus den 70ern. Damals wurde ganz anders vorgegangen als heute. Vermutlich sind die Ermittler ohne jeden Schutz am Tatort herumgelaufen. Sie haben nicht penibel darauf geachtet, nur ja keine eigene DNA an einem Gegenstand zu hinterlassen. Denn sie wussten ja nicht, dass man viele Jahre später DNA sicherstellen würde. Manchmal sind Cold Case-Untersuchungen schwierig und eine DNA-Analyse bringt einen nicht weiter, weil man einfach nicht weiß, wie wurde ein Gegenstand ursprünglich sichergestellt? Wie wurde damit bei der ersten Untersuchung umgegangen? Und könnte es sein, dass im Laufe der Jahre irgendwie zusätzliche DNA drangekommen ist? Die Warterei ist nervenaufreibend. Dann aber kommt der Laborbericht. Es war nicht auszuschließen, dass Russell Vanes DNA auf dem Waschlappen war, auf dem auch Diane Holloways Blut nachgewiesen wurde. Aber sie konnten auch nicht sagen, dass es Russell Vanes DNA war. Sie konnten nicht zu 100% sagen, auf dem Lappen war seine DNA. Und sie konnten auch nicht sagen, dass seine DNA nicht auf dem Beweisstück war. Der vielversprechende Ansatz hat nicht zum erhofften Durchbruch geführt. Und ohne passendes DNA-Profil haben die Ermittler nicht genug, um Russell Vane wegen Mordverdachts zu verhaften. Allerdings haben sie genug in der Hand, um ihm sexuelle Nötigung vorzuwerfen. Wir haben 2 Jahre lang mit all diesen Opfern gesprochen und dann haben wir einen Haftbefehl ausgeschrieben. Für 5 der Vergewaltigungen, die wir aufgedeckt hatten. Wir sind nach Alabama geflogen, um ihn zu verhaften und eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Er wurde aufs Revier gebracht, man hat ihm gesagt, weswegen er festgenommen wurde, ihm seine Rechte verlesen und er wurde noch auf dem Revier vernommen. Russell Vane hat sich verhalten wie immer. Er blieb relativ ruhig und entspannt und wirkte zu keinem Zeitpunkt der Ermittlung irgendwie nervös. Das Team beantragt eine Vorverhandlung. Zu einer Vorverhandlung kommt es bei nur hinreichendem Verdacht. Man will dem Richter zeigen, dass es genügend Beweise für ein Verfahren gibt. Für uns war diese Vorverhandlung wie ein echter Prozess. Es dauerte 5 Tage. Sämtliche Opfer sexueller Gewalt wurden in den Zeugenstand gerufen. Das war höchst ungewöhnlich. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass sie sich's nicht aus Angst doch noch anders überlegen.
Doch alle haben gegen dieses Monster ausgesagt und von den brutalen Vergewaltigungen erzählt. Bei der Vorverhandlung präsentiert die Anklage den Zeugen auch entscheidende Beweisstücke. Darunter das Seil, mit dem Diane Holloway getötet wurde. Wir wollten herausfinden, woher diese Schnur stammte, mit der er gemordet hatte. Und das war sehr schwierig. Wir schickten das Seil ins FBI-Labor. Doch es gab keinerlei Spuren darauf. Man konnte nicht sagen, wo es herkam, nur aus welchem Material es war. Dann aber tritt Russell Vanes Ex-Freundin Claudia in den Zeugenstand. Ihre Aussage verändert alles. Stellen Sie sich nur mal unsere Überraschung bei der Vorverhandlung vor. Der Staatsanwalt hielt das Seil hoch und zeigte es Claudia. Ein Schuss ins Blaue, ob sie sich vielleicht an etwas erinnert. Da sprang Claudia auf und rannte aus dem Saal. Ich lief ihr hinterher. Sie war völlig panisch. Es gelang mir, sie zur Rückkehr in den Gerichtssaal zu bewegen. Ich fragte sie, was denn los sei. Und da sagte sie, das Seil gehört mir. Sie arbeitete in einer Firma, in der Reifen gestapelt wurden, und diese Reifen wurden mit genau diesen Seilen gesichert. Weiter sagte sie, sie hätte, als sie ihr Kind erwartete, keine Schwangerschaftskleidung gehabt und darum immer offene Hosen getragen. Eines Tages hätte sie sich so ein Seil genommen und als Gürtel verwendet, damit ihr die Hose nicht runterrutscht. Als der Staatsanwalt dieses Seil hochhielt, fiel ihr wieder ein, wo es herkam. Sie wusste, dass Diane Holloway ermordet worden war und begriff, dass Russell Vane es von zu Hause mitgenommen hatte. Als Russell Vane Claudias Aussage zu dem Seil hörte, wurde ihm wohl klar, dass die Polizei wusste, dass er es war. Und dass die Geschworenen ihn schuldig sprechen würden. Darum wollte er die Schuld auf sich nehmen und kein weiteres Verfahren mehr anstrengen. Vane bekennt sich des Mordes an der 17-jährigen Kathy Darling im Jahr 1976 sowie des Mordes an der 21-jährigen Diane Holloway im Jahr 1979 schuldig. Im Gegenzug werden die Anklagen wegen sexueller Nötigung fallen gelassen. Der Richter verurteilte Russell Vane für den Mord an Diane Holloway zu lebenslanger Haft und für den an Kathy Darling zu 35 bis 90 Jahren. Russell Vane wird das Gefängnis also definitiv nicht mehr lebend verlassen. Die Vorwürfe wegen sexueller Nötigung wurden mit dem Einverständnis sämtlicher Opfer fallen gelassen. Wie bei vielen solcher Morde hat es auch in Vanes Vergangenheit häusliche Gewalt gegeben. Viele seiner Opfer aus den 70er Jahren haben schließlich berichtet, wie brutal er war. Dass es nicht noch mehr Todesopfer gab, war vermutlich nur Glück, denn er hat viele Frauen um ein Haar umgebracht. Was ich nie vergessen werde, diese Frauen hatten den Mut, in diesem Gerichtssaal in den Zeugenstand zu gehen und gegen ihn auszusagen, um zu verhindern, dass er weiterhin auf freiem Fuß bleibt. Ich fühlte mich besser, weil meine Mutter endlich einen Schlussstrich darunter ziehen konnte. Das war wirklich gut. Selbst nach 30 Jahren hat das ihr und mir noch gut getan. Wir haben gewonnen. Vane wurde schuldig gesprochen und verurteilt. Genau darauf wartet ein Ermittler. Dafür arbeitet er, dafür brennt er. Mehr wollen wir gar nicht. Das ist der beste Lohn für unsere Mühe.